als ich es erstmal gehört habe, dachte ich mir, es ist ein Hustensaft. Wikisana ist die tolle neue Plattform für freie Informationsverbreitung in der Medizin. Bist du schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich einen Gast da, der hat mir schon erklärt, wie phänomenal, faszinierend eine Welt sein kann, aber die auch sehr häufig von Täuschung besteht. Ich rede darüber, über parapsychologische Erscheinungsformen, die man nicht zuordnen kann. Und dazu hat es bis vor kurzem eine offizielle Anlaufstelle gegeben in Deutschland. Offiziell, heute wird sie von einem gemeinnützigen Verein weitergeführt. Und da werden Dinge zusammenkommen und Erklärungs- und Phänomene, über die möchte ich heute ein bisschen mehr sprechen. Mein Gast ist Physiker, mein Gast ist Psychologe. Er ist beschäftigt eben mit der Parapsychologie und ist heute wieder da, um mit uns über Dinge zu sprechen, die wir einfach nicht einordnen können. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen Dr. Dr. Walter von Luca Du auch zeigen. Da ist er nämlich, lieber Walter. Ja, hallo. Ja. Herzlich willkommen. Ja, die erste Sendung geht puff, durch. Ja. Und da möchte ich einfach nochmals eine Kernaussage von dir nochmals fassen. Du hast gesagt, es ist total frustrierend, Dinge zu sehen, die man nicht einordnen kann. Wenn jemand so etwas hat, soll er es sofort aufschreiben, weil das Gedächtnis kann es nicht abspeichern, weil er es nicht kennt. Ja, genau. Deshalb geht es verloren. Und solche Leute, die etwas nicht einordnen können, können sehr schnell in ein großes Loch fallen, weil sie plötzlich Angst kriegen vor allem, was sie eigentlich aus der Physik gelernt hatten und alles in Frage stellen. Und deshalb ist diese Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau auch erschaffen worden. Ja, genau. Es ist auch noch ein weiterer Aspekt ganz wichtig. Viele Leute beginnen, wenn sie sowas erlebt haben, sozusagen auch ihr vorheriges Leben sozusagen unter anderem Blickwinkel zu sehen. Das nenne ich okkulte Umorientierung. Also das heißt, die sagen dann plötzlich, ah ja, jetzt erinnere ich mich, als Kind habe ich sowas auch schon erlebt und so. Das ist häufig richtig. Aber das verstärkt dann eher dieses Unwohlsein, weil sie nämlich wissen, aha, bin ich jetzt irgendwie ein Alien, bin ich ein normaler Mensch? Und tatsächlich viele, die anrufen, sagen immer, also ich bin nicht psychisch krank, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, aber ich habe das und das erlebt. Bitte glauben Sie mir, ich bin nicht verrückt. Ja, also das ist wichtig. Also für viele Leute ist das wirklich eine existenzielle Frage, wenn sie solche Sachen erleben. Für mich ist es natürlich Alltag, ja klar. Ich kriege ja jeden Tag solche Geschichten. Aber auch du hast mir gesagt, du hast die Dinge auch schon gesehen, die man nicht einordnen kann. Ja. Du hast alle möglichen Tricks, die man für Täuschungen anwenden kann, kennst du wahrscheinlich fast alle vielleicht. Alle kann man nicht kennen, aber viele, ja. Du kannst das auch immer noch nicht einordnen und... Naja, ich kann es schon einordnen. Also es ist so, ich muss mal so sagen, es gibt die Möglichkeit, herauszufinden, ob ein Bericht authentisch ist oder nicht. Das ist eine komplizierte Sache, da braucht man viel Erfahrung dazu. Aber meine frühere Mitarbeiterin, die Frau Gezaratnik, die hat ihren Doktorarbeit gemacht unter meiner Ägide und die hat eine sehr schöne Arbeit gemacht, kann man auch als Buch kriegen, das heißt Irritation der Wirklichkeit. Und da hat sie 2500 Fälle, die wir in die Beratungsstelle bekommen haben, als Briefe, die hat sie analysiert. Und da hat sie was Interessantes rausgefunden. Also das hat mit einer bestimmten Methode, das ist in der Soziologie üblich, die nennt sich Grounded Theory. Das müssen wir jetzt hier nicht erklären, das ist ein bisschen kompliziert. Aber es geht darum, herauszufinden, was da eigentlich in so einem Text drinsteht, in so einem Brief. Und das ist sehr aufwendig. Also da muss man so einen Brief 10-mal lesen, da muss man so Kategorien bilden und man muss gucken, was da drin steht. Also ein sehr aufwendiges Verfahren und die hat es tatsächlich für 2500 Briefe gemacht. Das war wahnsinnige Arbeit, also wirklich großartig. Aber sie hat dabei was Interessantes herausgefunden und das finde ich ganz wichtig. Wir nennen das eine Meta-Observable, das heißt eine Größe, die selber nicht im Text steht, die aber sich bei dem Leser einstellt und die man überprüfen kann und die andere Leser auch feststellen. Und zwar sind es so Fragen wie, ist der Bericht authentisch? Ist der in sich stimmig? Und diese Fragen, die spielen bei unserem alltäglichen Leben eine ganz große Rolle.
sind sicher schon, also meine Frau, die ist da besonders gut drauf. Die sagt manchmal, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, so, du, sei mal vorsichtig, dem kannst du nicht trauen. Sag ich, wie kommst du da drauf? Das kannst du nicht behaupten, irgendwie, das kennst du doch gar nicht. Aber sie hat meistens recht. Ja, ja, das kann ja meine Frau auch. Aha, das Bauchgefühl. Ja, genau, das sagen wir. Und diese Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, das kann, glaube ich, ein Computer nicht. Das kann der Mensch. Und diese Frage der Authentizität, die spielt natürlich eine große Rolle, wenn man mit solchen ungewöhnlichen Dingen umzugehen hat. Und ich kann es Ihnen nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich merke relativ schnell, auch am Telefon, ob mir jemand, es gibt natürlich auch ab und zu solche Fake-Anrufe, also so Spaß-Anrufe, aber die kann ich wirklich an einer Hand abzählen, die kommen ganz selten vor. Und ich merke sofort, ob mir da jemand eine Geschichte erzählt, die er selber gar nicht erlebt hat, oder ob es echt ist. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran das liegt. Also die Fake-Anrufe sind einfach. Also da ruft mich dann so eine Jungstimme, flötende Stimme an. Huhu, hier ist ein Geist. Legt gleich wieder auf. Naja, also da fand ich irgendwie schade. Ja. Wäre es noch ein bisschen eine Weile dran geblieben, wäre es vielleicht ein netter Dialog geworden. Aber die Leute, die wirklich was erleben, die berichten das anders. Und das spürt man, das merkt man. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass man viel Erfahrung hat. Wenn man diese Erfahrung nicht hat, dann tut man häufig Leuten Unrecht. Weil viele Leute, die reden so um den heißen Brei rum. Und zwar genau deswegen, weil sie A, sich, das haben wir schon diskutiert, nicht mehr so genau dran erinnern können. Und B, weil sie wissen, damit kommt man nicht gut an. Und deswegen braucht man in meinem Fach Geduld, Geduld, Geduld und Zuhören, Zuhören, Zuhören. Meine Frau sagt immer zu mir, wieso kannst du das so gut am Telefon? Ganz nett, ganz nett. Diese Beratungsstelle, ist die für ganz Deutschland da? Oder naja, für ganz Europa kann man fast sagen. Also mich rufen Leute aus Holland an, aus der Schweiz relativ viel, aus Österreich, aus Deutschland, manchmal aus Frankreich, aber mein Französisch ist nicht gut genug. Aber manche sprechen halt auch Englisch, das ist kein Problem. Also wirklich erstaunlich sind schon Leute aus Holland nach Freiburg gefahren, nur um mit mir zu sprechen. Also das ist tatsächlich etwas, was man braucht, so eine Beratungsstelle. Und deswegen ist natürlich eigentlich blöd, warum mir da sozusagen uns die Förderung abgestellt wurde. Aber das hat mit den Vorurteilen gegen Parapsychologie zu tun, das weiß ich ganz genau. Also ich habe... Ja. Es wird halt einfach deklariert als Spinnerei. Fake, Spinnerei. Ja, es ist einfach Spinnerei. Es sind Tricks, und wieso sollen wir mit öffentlichen Geldern einen Trick finanzieren? Ja, ja, oder? Genau, das wurde so gesagt. Auf der anderen Seite hast du Tausenden von Menschen eigentlich wieder geholfen, in ein geordnetes Leben zu kommen. Genau. Und da rechtfertigt doch die Mittel, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar so sagen, nur läuft es halt nicht so. Wenn wir alles Geld bekämen, was wir dem Gesundheitssystem sparen, dass Leute nicht unnötigerweise in die Psychiatrie kommen, dann würden wir im Geld schwimmen. Denn das sind ganz häufig Leute, die, also zum Beispiel bei dem Phänomen der Besessenheit, ja, da können wir auch mal noch drüber sprechen irgendwann, da werden die Leute ganz einfach als psychotisch erklärt, ohne dass man darauf eingeht, was da eigentlich der Hintergrund ist und wie das zustande kommt. Und es gibt ganz unterschiedliche Ursachen. Und viele davon, die brauchen überhaupt keine Hilfe. Denen muss man nur erklären, was los ist. Und dann ist gut. Und deswegen kann man da viel Geld sparen. Die brauchen dann nicht in die Psychiatrie. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel bringen. Als ich die Beratungsstelle aufgemacht habe, also vor über 30 Jahren, da wusste man noch nichts von dem, was man heute als Schlafparalyse bezeichnet. Hast du sicher schon mal gehört, die Schlafparalyse. Das ist so, man ist wach, meistens so gegen Morgen, ganz bei Bewusstsein, manche sagen wacher als wach. Und plötzlich spürt man, da steht jemand neben einem, sagt was und dann wird man sogar zusammengedrückt und eine fürchterliche Erfahrung und man möchte sich wehren, kann sich nicht bewegen. Und das ist richtig stressig. Richtig stressig. Und da haben die Leute Panik. Und heute weiß man ganz genau, was das ist. Also das ist jetzt nicht der Alp, da gibt es ein schönes Bild von Füßli, der Alp, der einem da auf der Brust sitzt. Das ist eine Schlafparalyse. Und eine Schlafparalyse kommt dadurch zustande,
das weiß man aus der Schlafforschung, dass gegen Morgen, wenn der Schlaf flacher wird, da gibt es die sogenannten REM-Phasen, man träumt, da gibt es so eine Art paradoxen Schlaf, da ist das Gehirn schon aufgewacht, aber halb noch im Traum, aber man ist bei Bewusstsein. Also dieses, man ist bei Bewusstsein, träumt noch ein bisschen und während dieser Traumphase, während man schläft, ist die Motorik abgeschaltet. Das ist wichtig so, weil sonst würde man im Traum rumlaufen. Und es gibt auch Leute, die darunter leiden, das nennt man Somnambulismus. Und da muss man wirklich helfen, weil das ist gefährlich. Manche laufen auf die Straße oder fallen zum Fenster runter. Da muss man was tun. Aber bei der Schlafparalyse ist so, da ist die Motorik abgeschaltet. Das ist gut so. Und wenn man dann wach ist und man möchte sich bewegen, kann man sich nicht bewegen. Und das erzeugt unmittelbare Panik. Und früher hat man gedacht, die Leute haben eine psychotische Phase. Nichts dergleichen. Und man braucht auch keine Medikamente. Ich sage den Leuten, das kann man, ist eine Sache, die in 5 Minuten geklärt ist am Telefon. Gott. Ich sage den Leuten, wissen Sie was? Das nennt man Schlafparalyse oder hypnagogen Zustand. Was Sie machen müssen ist, Sie sind ja bei Bewusstsein. Sie müssen nur wissen, ich habe jetzt hier so eine Schlafparalyse. Ich versuche erst gar nicht, mich zu bewegen, weil das Panik erzeugt. Ich gebe mir jetzt die Instruktion, wieder einzuschlafen. In 5 Minuten wache ich auf und alles ist vorbei. Das funktioniert 100%ig. Kostet nichts. Ja? Und früher hat man die Leute in die Psychiatrie gebracht. Ja, und der gesagt, Exorzismus haben, betrieben, oder? Ja, alles Mögliche. Also ich meine nur, daran kann man sehen, wenn man was versteht, dann kann man damit umgehen. Und manchmal ist es ganz einfach. Man muss es nur wissen. Ja, da gibt es viele, viele Beispiele und ich bin immer froh, dass das jetzt so langsam auch in der Normalpsychologie oder in der normalen Psychiatrie bekannt ist. Also sollte heute eigentlich jemand, der Psychologie studiert oder Psychiatrie, wissen, dass es die Schlafparalyse gibt. Aber vor 30 Jahren wusste das noch niemand, da stand es noch nicht im Lehrbuch. Das Gleiche gilt übrigens für die Nahtoderfahrung. Das wusste man früher auch nicht. Also gab es ja hier Pioniere wie die Frau Kübler-Ross und solche Leute oder Raymond Moody in Amerika. Das gab es natürlich schon vorher und es wurde auch schon vorher beschrieben. Innerhalb der Parapsychologie gab es Bücher über diese Nahtoderfahrung, aber keiner wusste das. Also ich meine immer die wissenschaftliche Parapsychologie. Und da gibt es halt so einen, sagen wir mal, Wissenstransfer von dieser präparadigmatischen Wissenschaft Parapsychologie, so nenne ich das immer. Also die ist noch sozusagen noch im Zustand, wo sich die Dinge entwickeln. Und die Normalwissenschaft, die man auch als Mainstream bezeichnet, die übernimmt da ständig Themen und das ist gut so. Und dann wird es verstanden und kann damit umgehen und dann ist es sozusagen keine Parapsychologie mehr. Und deswegen ist es einem irgendwie ein bisschen blöd, dass man auf die Parapsychologie so herunterschaut. Warum? Weil die eigentlich sozusagen die Quelle an Phänomenen ist, die man nachher verstehen kann. Mhm. Und deswegen finde ich das auch so spannend. Also wir sitzen sozusagen an der Quelle der Phänomene, die in der Natur einfach vorkommen und die schon immer vorgekommen sind und die natürlich in anderen Kulturen ganz anders behandelt wurden. Mhm. Also wenn zum Beispiel bei uns jemand Wahrträume hat, ja, das ist so eine Sache, die wirklich sehr häufig vorkommt, da wird bei uns komisch angeschaut. Und die Leute selber haben auch Angst und wissen nicht, wie sie damit umgehen können. In anderen Kulturen, also sagen wir mal so eine schamanistische Kultur, da kommt dann der Schamane und sagt, ah, du bist auch so drauf, musst bei mir in Lehre gehen. Und dann kriegen die eine Lehre, natürlich in der eigenen Kultur, wie man damit umgeht. Und dann wissen die auch, wie man damit umgeht. Mhm. Und dann ist es hilfreich für die Gesellschaft. Mhm. Aber in unserer westlichen Welt, also ich hoffe, da wird es ausgegrenzt. Aber ich hoffe sehr, und das ist eigentlich meine Motivation, dass ich mir sage, wir können doch nicht einfach einen großen Teil menschlicher Erfahrung, der einfach vorhanden ist und der in allen Kulturen vorkommt, einfach sozusagen unter den Teppich kehren. Das tut den Menschen auf Dauer nicht gut. Und das kann man auch sehen. Geschichtlich kann man das sehen. Die Aufklärung war ja eine tolle Erfindung. Also Immanuel Kant, Befreiung von der eigenen Unmündigkeit und so durch den Verstand, durch die Ratio. Eine tolle Sache, bin ich absolut dafür. Aber gleichzeitig wurde
Übrigens nicht wegen Kant, sondern hat man gedacht, die Ratio ist das Einzige des Menschen. Und das, alles andere ist Blödsinn. Das hat sich der Mensch nicht gefallen lassen. Dann kam die Romantik, da kam das wieder hoch. Aber das wurde natürlich auch nicht ernst genommen, weil das war dann halt Literatur, das war dann Poesie, das war Kunst. Also hat man es auch wieder in eine Ecke geschoben. Und dann, dann ging es natürlich bergab. Also wenn man an die Weltkriege denkt und so weiter, ist alles ganz fürchterlich. Und da war das natürlich dann weg vom Fenster. Aber das kommt immer wieder hoch. Also das heißt, man kann den Menschen auf Dauer nicht verbiegen. Das lässt sich der Mensch nicht gefallen. Auch im Zeitalter der Computer wird der Mensch so bleiben, wie er ist. Er wird paranormale Erfahrungen haben. Er wird Dinge erfahren, die nicht ins übliche Raster passen. Und das kann man sogar beweisen, dass es so sein muss. Dass es keine Theorie gibt, die vollständig ist. Das kann man beweisen. Cool. Ja, cool. Ja, das ist Kurt Gödel gewesen, ein Mathematiker, der gezeigt hat, dass jedes formale System, und eine Theorie ist ja immer ein formales System, jedes, muss man vorsichtig sein, reichhaltige formale System ist nicht abgeschlossen, ist nicht vollständig. Also das heißt, es gibt in einem formalen System immer Aussagen, die man nicht beweisen kann. Und dann muss man das System erweitern, dann kann man es vielleicht beweisen und so. Also das heißt, die Wissenschaft ist immer, immer notwendigerweise, immer im Fluss. Es gibt immer neue Dinge, weil es immer Aussagen gibt, die man nicht beweisen kann. Du hast vorhin noch das Wort Nahtod gebracht. Ja, und genau. Wir haben es mal so stehen gelassen, aber ich würde gerne noch in die Tiefe. Lässt sich das sehr vieles erklären, was da dem Menschen passiert? Eine gute Frage. Also pass auf, es ist so, mittlerweile, ich bin ja froh darüber, werden die Nahtoderfahrungen auch in der Normalpsychologie mal, sagen wir mal, wirklich ernst genommen und man ist auch dabei, die Phänomenologie zu akzeptieren und zu sagen, ja gut, das gibt es auch wirklich. Und man glaubt sogar, eine Erklärung zu haben. Und diese Erklärung ist in erster Linie eine neurologische, die darin besteht, dass man sagt, wenn das Gehirn unter Sauerstoff mangelt, leidet, dann entstehen ganz bestimmte Erfahrungen, wie dieses Tunnelerlebnis, das Lichterlebnis, was ja bei den meisten Nahtoderfahrungen auftaucht. Und diese Lebensrückschau, und das sind ja alles Sachen, die sind mittlerweile gut bekannt. Und damit wäre das Phänomen erklärt. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber. Und da achte ich sehr drauf. Da hat man auch wieder bestimmte Dinge unter den Teppich gekehrt. Denn ganz viele Leute berichten bei den Nahtoderfahrungen, also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo jemand also mit Herzinfarkt in die Klinik gebracht wird, Notarzt, kommt gleich in die Intensivstation, hat während der Intensivstation eine Nahtoderfahrung. In der Nahtoderfahrung schwebt er durch die Decke durch, aus dem Klinik heraus und sieht von oben runter auf die Klinik. Und dann sieht er von außen, dass hinter der Klinik eine große Baustelle ist, was man von außen nicht sehen konnte und was er auch nicht wusste. So, und das berichtet er hinterher. So, das passt nicht in dieses Modell, dass das nur so eine Abschaltfunktion des Gehirns ist. Wie kommt sowas zustande? Ja, in der Parapsychologie sagt man dazu Hellsehen. Das ist natürlich keine Erklärung, sondern nur ein Wort. Also, aber diese Erfahrung, die interessiert mich jetzt. Jetzt kann man natürlich anfangen. Ja, wie könnte das zustande gekommen sein? Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Entweder man sagt, und das sagen viele Parapsychologen oder solche, die sich dafür halten, naja, es gibt halt Hellsehen. Aber es ist ja keine Erklärung. Es ist ja nur ein Wort für solche Sachen. Ja, okay. Also das kann man auch experimentell überprüfen, da gibt es auch entsprechende Experimente. Ja gut, die sind zum Teil ganz interessant und ja auch signifikant, aber naja, das ist ja nicht das Gleiche wie das, was der da schildert. Und dann gibt es natürlich auch so Leute, die sagen, ja, das belegt jetzt, dass die Seele nach dem Tode weiter existiert, die fliegt dann ins Universum und so weiter. Da habe ich auch nichts dagegen, wir wissen es ja nicht. Ja? Nur kann man das jetzt nicht einfach nur in den Teppich kehren und sagen, das war nicht gewesen. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Erklärung, die besteht darin, dass man sagt, naja,
Vielleicht hat er mal die Zeitung gelesen und da war ein Bild von der Klinik drin. Unterbewusstsein. Ja, also in Klinik und da war vielleicht von oben aufgenommen und da hat man hinten dran gesehen, dass da tatsächlich eine Baustelle ist. Auszuschließen ist es nicht. Das nennt man Kryptomnesie, also verborgenes Gedächtnis. Und das spielt natürlich bei solchen Hellsehsachen häufig eine Rolle. Das bringe ich immer als Beispiel. Also es gibt... Das Gleiche gilt für Reinkarnation. Da gibt es auch eine tolle Story dazu. Zeit haben wir, bitte. Haben wir das noch? Ja, leg los. Sag mir also das. Gut. Ja, also Reinkarnation ist ja auch ein kulturabhängiges Phänomen. Also in den ganzen fernöstlichen Kulturen, im Buddhismus, im Hinduismus, zum Teil auch im Islam, gibt es ja die Vorstellung, dass die Seele nach dem Tode weiter existiert und dann bei der Geburt eines Kindes wieder inkarniert werden kann. Und dass sich das weiterzieht und lange dauern kann, bis man davon befreit wird. Das ist ein Kulturgut, wo man sagen kann, das ist nicht einfach vom Tisch zu wischen. Das sind so viele Menschen, die daran glauben. Ja, aber es gibt auch gute Dokumente dazu. Genau, das ist jetzt mein Punkt. Es gibt wirklich gute Dokumente. Der Professor Ian Stevenson, den ich noch persönlich kannte, der hat, ich glaube, 5 Bände darüber geschrieben, wo er solche Fälle dokumentiert hat und sehr präzise überprüft hat, was von diesen Erinnerungen an früheren Leben stimmt und was nicht stimmt. Und da gibt es wirklich interessante Fälle. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, da ist nichts dran. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, könnte es sich um Kryptomnesie handeln? Und das ist schwierig. Und da will ich einen Fall schildern, den habe ich von McHarg. Dieses Wort nochmal heißt... Kryptomnesie, verborgenes Gedächtnis. Ja, ich erkläre es gleich. Ja. Also den Fall habe ich von McHarg, einem schottischen Psychiater, Kollegen, der hat einen Fall untersucht, der Furore gemacht hat in England. Und zwar war das ein Handwerksmann, also wie nennt man die, Installateur, also der Plumber heißen die in Englisch, der hatte einen Motorradunfall und lag, glaube ich, einen Tag lang im Koma. Als er wieder erwachte aus dem Koma, berichtete er könne sich an ein früheres Leben erinnern, wo er im amerikanischen Bürgerkrieg bei einer bestimmten Division als Soldat gedient habe. Er konnte die Nummer von der Division angeben, ja. Er konnte den Namen angeben, er konnte genau sagen, wo er gefallen war. Es war alles präzise und da hat sich dann eine Studentengruppe gebildet, die hat das alles überprüft und man hat festgestellt, es hat diesen Mann wirklich gegeben. Die Nummer der Kompanie oder Division oder was das war, hat alles gestimmt. Also es war historisch alles richtig. So, und ja, und es war wirklich sensationell. Und dann hat eben McHarg sich auf die Suche gemacht und naja, Occam's Rasiermesser, müssen wir jetzt die Reinkarnation annehmen oder müssen wir es nicht? Und er hat sich dann sozusagen das Leben von diesem guten Handwerksmann mal unter die Lupe genommen und hat festgestellt, dass er 14 Tage vor seinem Unfall beim Friseur war. Jetzt können wir uns fragen, was hat der Friseur mit dem amerikanischen Bürgerkrieg zu tun? Natürlich nichts. Und mit Reinkarnation hat er auch nichts zu tun. Aber dieser Friseur war irgendwie an historischen Wissenschaften interessiert und hatte so ein populäres Magazin ausliegen zum Lesen, damit die, wenn sie warten mussten, ein bisschen was zu lesen hatten. Und das war ein historisches Magazin, was sich mit dem amerikanischen Bürgerkrieg beschäftigte und einen lebhaften Bericht abgedruckt hat, wie ein Soldat das damals erlebt hat, mit historischen, korrekten Daten. Und das hatte der gute Mann gelesen, okay. Längst wieder vergessen. Aha. Und bei dem Unfall ist sozusagen diese Erinnerung, wenn man so will, an die falsche Stelle geraten, als eigenes Erlebnis. Und das wäre jetzt ein Fall von Kryptomnesie. Jetzt, wie soll man sowas ausschließen? Das ist in der Tat ganz schwierig und da gibt es also verschiedene Theorien darüber. Aber auch da muss man sagen, es ist nicht so, dass alle Fälle von, wir nennen das ja nicht Reinkarnation, sondern Erinnerung an frühere Leben, dass damit alle Fälle abgedeckt wären. Aber es ist halt schwierig. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man nicht einfach sagt, wenn das so auf den ersten Blick so aussieht, dann ist es auch so. Dafür ist man Wissenschaftler, dass man alles hinterfragt. Also, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, jetzt ist damit bewiesen, das ist alles Kryptomnesie. Das wäre genauso falsch. Sondern man muss geduldig, wirklich geduldig am Ball bleiben
Und alle Dinge müssen auf den Tisch. Und man darf kein Argument unter den Teppich kehren und sagen, ach nee, das ist nicht so wichtig, das ist jetzt Fantasie und das andere glaube ich. Das machen viele Leute. Und das darf man halt nicht tun als Wissenschaftler. Habe ich wieder viel gelernt. Manchmal hat man wirklich kein Erklärungsmodell und ordnet es dann dort fälschlicherweise ein, wo man es gerne haben möchte. Richtig. Das war jetzt wirklich ein schönes Beispiel. Ich habe immer noch so in mir die Idee, wenn ich mich ja als Laie höre, dass wir überwiegend aus dunkler Energie und dunkler Materie bestehen sollten, dass wir eigentlich überhaupt nichts über uns wissen. Also vielleicht auch nur ganz wenig, vielleicht 3%, 5%, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Und wenn man sieht, wie alles zusammenhängt, dann ist es einfach wirklich sehr mystisch, wie überhaupt Leben in diese Organe reinkommt. Und wenn wir das Atommodell wieder anschauen, wo wir anscheinend auch wieder nur aus Vakuum bestehen, oder? Ja. Da springt mir die Birne da oben schon wieder. Ja, klar. Da kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass letztendlich diese Energie, diese dunkle Energie, dunkle Materie eigentlich gar nicht zerfallen kann, sondern eigentlich immer erhalten bleibt. Ja, wenn man das wüsste, ja. Also da wären die Kosmologen schon sehr viel weiter, wenn die wüssten, was diese dunkle Energie ist. Das weiß man halt noch nicht. Und da sucht man ja in CERN und überall danach. Also das ist wirklich ein richtiges Rätsel. Also eigentlich muss man sagen, 95% der Welt verstehen wir nicht. Aber behaupten, dass diese 5% alles sein sollte, ja, kann es auch nicht sein, oder? Ja, das ist einfach nur einfältig. Aber noch was, was du erwähnt hast, das scheint mir ganz wichtig. Wir tun ja so, als würden wir das Bewusstsein verstehen. Keiner wird bestreiten, dass wir ein Bewusstsein haben. Oder bist du nicht bei Bewusstsein? Mhm. Oder? Nein, nein. Ich auch. Also ich bin bei Bewusstsein, glaube ich jedenfalls. Die Neurologen haben, glaube ich, bis zum Jahr 2014 ein Manifest veranstaltet. Das war in Geist und Psyche, war, glaube ich, ein Artikel. Das war als Manifest. Es gibt kein Bewusstsein, das ist eine Illusion, es gibt auch keinen freien Willen, ist auch eine Illusion, wir müssen das Strafrecht ändern, weil der Mensch ja eigentlich nur so eine determinierte Biomaschine ist und gar nichts, der hat kein Bewusstsein, keinen freien Willen, wenn er was Kriminelles macht, dann ist er halt falsch programmiert, wenn man nicht umprogrammieren kann, muss man wegsperren. So, das stand da drin. Das ist absoluter Unfug. Den mittlerweile verstorbenen Gerhard Roth, das war einer der Protagonisten dieser These, mit dem habe ich ja mal eine Diskussion gehabt und habe ihn gefragt, ob er denn kein Bewusstsein hat. Er hat natürlich schon einen freien Willen, ja, ja, schon fürs tägliche Leben reicht es, aber wissenschaftlich gesehen hat er das nicht. Das ist natürlich verrückt, sowas. Natürlich haben wir ein Bewusstsein und natürlich haben wir in einem bestimmten Maße auch einen freien Willen. Natürlich sind wir nicht vollkommen frei, würde ja niemand behaupten. Und diese Frage, was das Bewusstsein eigentlich ist und wie es zustande kommt, ist bis heute ungeklärt. Und deswegen ist das eigentlich, das nennt man heute ein Teilgebiet der Psychologie, nennt man Bewusstseinswissenschaft. Und die befasst sich mit dieser Frage und da ist man ganz am Anfang. Und ich bin der Meinung, also das ist so mein persönlicher Glaube, dass wenn wir verstehen, was unser Bewusstsein ist und wie es zustande kommt, dann verstehen wir auch diese paranormalen Erfahrungen. Aber da sind wir weit davon entfernt. Ich habe noch 1000 Fragen. Ja, gerne. Die Zeit ist durch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dr. Walter von Luca, du warst das. Hier und auf YouTube werden Sie auch die ganzen Kontaktdaten sehen zu ihm, falls irgendwelche solche Erscheinungen oder Spuk oder Phänomene auftauchen sollten, sollten wir einfach wirklich wissen, dass solche Menschen auch wirklich Hilfe brauchen innerhalb dieser Situation, nicht, dass sie irgendwie abdriften oder die ganze Realität der Welt eigentlich alles in Frage stellen, sondern man kann ihnen helfen, denn sehr oft ist es eben auch erklärbar und das ist das, was mich so fasziniert, es ist erklärbar, ich kann es ja häufig nicht, aber was mich noch viel, viel mehr fasziniert, ist eigentlich die Dinge, die man nicht erklären kann. Gell? Aber darüber reden wir natürlich dann auch noch. Herzlichen Dank für diese zweite Sendung. Bitte, bitte. Und innerhalb von den nächsten 3 Wochen, liebe Zuschauer, werden Sie auch ein Teil 3 sehen, wenn Sie dieses Thema ebenfalls fasziniert, so wie mich. Dann freue ich mich sehr darüber, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.